Hallo, ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir werden jetzt hier versuchen, dieses olle Städtchen einzunehmen, wobei es... Eigentlich ist es der blanke Wahnwitz. Ich finde es ziemlich brutal, was hier abgeht, aber ich hoffe einfach mal, dass das klappt. Es könnte sogar sein, Moment, ist es wirklich eine Mauer? Es müsste eine Mauer sein. Warum braucht das gerade so lange? Ja, das ist natürlich diese übliche Mauer. Wir haben wenig Nahkampf. Wir müssten es eigentlich über den Fernkampf regeln. Ich hoffe, dass unsere Leute das hinkriegen. Ich versuch's einfach. Und drin sind wir. Ja, ich nehme diese Winde der Magie. Och, das Tor ist ja noch aufgebrochen. Wie praktisch. Also das müssen wir sogar nicht mal aufbrechen. Das hilft natürlich ungemein. Ich stelle mich jetzt an dieser Stelle mal hier hin, denn ich möchte hier so quer rüberschießen können. Türme ausschalten ist eine gute Idee, aber wir machen es nicht. Der Plan ist ganz einfach. Wir ballern alles, was auf den Mauern ist, zu Tode. Drei. Druki, Druki, Druki. Ja, ja, das ist ja ein toller Kampfschrei. Ihr stellt euch dahin. Ihr seid jetzt hier die Nummer 1. Ihr müsst ja nachher auch noch kämpfen können. Du stellst dich da auch noch hin. Und das war's. So. Und Pause. Wir haben sogar jetzt sogar noch eine bessere Chance. Sie ist jetzt inzwischen 50-50, wie wir sehen. So, die Jungs, die möchte ich hier vorne als Beschuss fangen haben. Ich weiß, es ist nicht gerade die schönste Aufgabe, aber irgendein Depp muss sie übernehmen. So, die hier rücken bis dahin vor. Und ihr, meine Freunde, ja, wie gesagt, Hauptsache der Beschuss verteilt sich einigermaßen, geht da noch dahinter. Die schwarze Garde geht dahin, er hier geht dahin und das Teil schießt einfach auf, was es lustig ist. Feuer frei, sage ich an der Stelle jetzt einfach mal. Das Problem ist, ich werde jetzt hier nicht anfangen, die Türme zu zerstören, denn die Türme sind zu stabil. Die gehen nicht schnell genug kaputt. Reicht noch nicht, so ein Scheiß. So ein Mist, ey. Unsere Fernkämpfer, die werden bis noch mal ein bisschen weiter vorlaufen, wie ich gerade eben feststelle. Los, 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 los. Und jetzt schießt, was das Zeug hält. Und ich hoffe, das Ding trifft jetzt hier auch noch ein bisschen was. Ja, dreh dich doch mal in eine Einheit rein, statt immer von dir wegzulaufen. Fände ich persönlich total geil. Ja, das hätte man sich schenken können. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass die KI einfach viel zu gut ist, solche Dinger wegzumachen, also solche Dingern auszuweichen. Kann ich da eigentlich da oben wirken? Nee, natürlich wie immer nicht. Auf den Mauern geht das nicht. Kann also höchstens jetzt hier so wirken. Immerhin ein bisschen was gemacht. So, nochmal den lustigen Klingenwirbel. Ja, dreh dich genau in die Reihen. Sehr gut. Nochmal bitte. Ihr steht da so schön. Ihr steht da wirklich schön. Muss man euch echt mal so lassen. Ich habe gerade nicht mal genügend Magie, um Magie zu produzieren. Schöne Ironie eigentlich. So. Also wir ballern jetzt hier schon einiges weg, aber es reicht meiner Meinung nach noch nicht. Sie können da immerhin nicht ausweichen, deswegen mache ich das an der Stelle gerade eben die ganze Zeit. Warum könnt ihr auf nichts schießen? Finde ich doof. Geht mal dahin. Die können ja schießen.
Ja, es wird Zeit, hier mal auf die Mauern hochzugehen. Oder? Nee, das machen wir nicht. Wir gehen bloß nah ran. Aber ich möchte jetzt demnächst mal diesen Zauber hier benutzen. Dafür brauche ich den Nahkämpfer. So. Die hier können auch auf nichts mehr schießen. Dann geht ihr mal dahin. Nochmal ein bisschen Magie wäre cool. Wie viel brauche ich dafür? Keine Ahnung. Lohnt sich eh nicht, das Große zu machen, weil irgendwie weichen die sowieso immer aus. Wow, der war fatal. Okay, der hat mir gefallen. Der hat mir sogar sehr gut gefallen. So, wer verteidigt da jetzt? Da sind nur wenige Verteidiger jetzt am Start. Und der Rest für den flieht. Hoch, hoch, hoch. So, ihr geht jetzt vor. Die können immer noch schießen, sehr gut. Dann gehst du jetzt mal ein Stückchen vor, lieber Malekit. Vor allem lieber Malekit. Malekit ist nicht lieb. Malekit gehört eher zu den schuftigen welchen. Kann ich das denen hier jetzt gleich geben? Es hat ihnen auf jeden Fall wehgetan. Was auch immer das war, es hat ihnen wehgetan. So, Dark Shards geht mal dahin. Ich sehe ja, dass ihr auf nichts schießen könnt. Geht mal weiter vor. So, mir geht es so langsam aber sicher wirklich die Energie aus. Kommt näher, kommt näher, kommt näher. Habt da gleich was für euch. Ja, Wolligans. In so einer engen Gasse ist das halt mega geil. Im Grunde haben wir gerade den Wert einer ganzen Einheit ausgeschaltet. Den Einsatz dieses Zaubers. So, ihr kommt jetzt mal schön hier hoch. Oder ne, ihr kommt jetzt darüber. Schwarze Garde kann hier noch hochklettern zusammen mit Malekit. Kletter mal hoch, Malekit. Es sieht auf jeden Fall überraschend gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass das Spiel angeblich behauptet hat, also das Spiel behauptet hat, dass wir eigentlich gar keine Chance hätten. Ui, 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 ui. Kann ich auf den schießen eigentlich da hinten? Könnte schwierig werden. Der geht dahin. Halt, Moment. Dark Shards, stell dich mal dahin. Only a fool would stay. Ja, ja. Ihr seid doch Fools, dachte ich. Die kämpfen tatsächlich sogar noch. Ich möchte nicht, dass sie schießen können. Merciless Warriors, betrete doch mal hier diese Merciless Stadt hier. Die letzte Einheit, die noch einiges an Lebenspunkten aufwarten kann. Das ist ein Malekit. Kämpft, okay. Das hat wehgetan. Let others die, alles klar. Okay, wir haben gewonnen. Lustig.
Let others die. Ja, mit sich selber ist ein bisschen blöd, ne? Ich glaube, andere hier eine Konföderation zwingen wird schwierig werden. Kommt mir gerade so der Gedanke. Ich kann mir nochmal 1000 Sklaven hier machen, wenn ich das hier plündere. Aber ich möchte das jetzt einfach nur friedlich erobern. Das ist eigentlich meine Stadt. Blutroter Tod. Waffenstärke, möglichen magische Angreife. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Besetzt oder plündert, bla 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 bla. Nochmal 1500. So, Aufgabe erteilt. Gewinnt die folgende Schlacht mit der Armee von Malekith. Eiserner Reif. So, nach einer Demonstration von Malekiths Temperament sind die Todeshexen plötzlich entgegenkommender. Malekith muss in der Tat nach Norden reisen, zum Altar der absoluten Finsternis, einem Schrein des puren Chaos. Die dem Schrein innewohnende Macht muss vom Eisernen Reif aufgesogen werden, ehe dieser, welch Ironie, gegen die Chaosgötter eingesetzt werden kann, sollte Malekith in den Mahlstrom treten. So, Eiserner Reif. Was kann der Chance auf magische Gegenstände? Ja, okay, das ist erst ein bisschen boring. Energiereserve der Winde der Magie plus 10%. Rüstung, Unverdorbenheit, lokale Provinz. Kosten für der Winde der Magie für Macht der Finsternis. Oh, das ist sehr cool. Zauberanwendungen plus 2 für Macht der Finsternis. Das heißt also, man kriegt da wahrscheinlich mehr. Und passive Fähigkeit Eiserner Reif. Beständig plus 50% Chance auf Kontrollverlust. Um sich herum wirksam, also wirkt auf Feinde in der Nähe. Das heißt, andere Zauberer haben tendenziell ein Problem mit ihm. Das gefällt mir. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ach, scheiße, das Ding ist kaputt. Wir hatten das hier schon gebaut und das ist alles wieder weg. Ich hoffe bloß, dass die jetzt hier noch eine Weile durchhalten. Ich meine, dass es jetzt hier auch eine Rebellion geben wird, ist jetzt so ein bisschen außer Frage. Gut, immerhin haben wir jetzt mal hier ein Level-Up. Was will ich machen? Klingensturm haben wir schon komplett ausgemerzt. Boah, Ort des Schmerzes. Abkühlzeit und Kosten möchte ich senken. Da können wir schneller zaubern. Bis jetzt waren die Zauber eigentlich immer sehr, sehr wirksam und nützlich. So, wir gucken mal ganz kurz über die Liste. Wo sind denn jetzt hier unsere Sachen? Sie hat auch schon Dinge getan. Genau, sie hat, glaube ich, die Armee blockiert oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, und ansonsten haben wir nicht allzu viel. Also wie gesagt, ich glaube, es wird eher anstrengend sein, mit hier irgendjemandem was zu machen. Handelsabkommen ist nicht drin. Die Wächter des Tores auch nicht. Wir müssten denen halt irgendwann mal Geld zukommen lassen. Mit wem haben die Krieg? Die haben Krieg mit denen da. Und deswegen mögen die uns. Ja, komm, dann. Es wäre sehr cool, sich mit denen hier gut zu stellen. Ich gebe denen mal Geld. Ich schenke denen mal eine kleine Menge an Geld. Das finden die bestimmt ganz toll. Wächter des... Die sind mit Grond im Krieg. Ja, mit Grond lasse ich mal die Finger weg. Grond, habe ich einen Frieden? Lord of Fear. Könnte ich jetzt tatsächlich sogar einen Handel machen? In der Theorie könnte ich einen Handel mit ihnen machen. Da warte ich mal lieber nochmal, bis es soweit ist. So, Tyrannok habe ich kennengelernt. Hallöchen. Mung. Die sind immer noch so stark. Fuck. Das ist unglaublich. Kult der Sinnesfreuden. Hallo, Mami. Speak. The mother of the Druki will hear your request. Ja, ja, Mami. Ist schon gut. Ich bin schon ein braver Malekith. Jetzt müssen wir halt schnell hochregenerieren, bevor jetzt hier irgendwie noch ein Mist passiert, weil die sind jetzt hier saugefährlich. So gut ist bloß, dass Hackgräf halt von Anfang an schon eine Mauer hat. Das ist das Einzige, was uns hier momentan ein bisschen schützt. Wo gehen die hin? Die kommen jetzt natürlich. War so klar, ey. War so scheiß klar, ey. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mit dir auf den Sack gehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Rebellion, dass die hier gleich angreift und uns schon mal so ein bisschen von der Arbeit abnimmt. Okay, das hat nicht geklappt, das Mauern beschädigen. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt Mung schon wieder.
Boah. Von allen Seiten kommen sie. Wirklich von allen Seiten. Plündern, ja, ja, lass mich mal in Ruhe. Technologie erforscht im Krieg. Meine Einheiten sind schneller geworden. So, bevor ich mich dem Ärgerlichen zuwende, wir tun hier erstmal jetzt mal ein bisschen auf Level Geschwindigkeit. Einkommen durch Sklavenstelle, Sklavenmärkte. Oh, das wäre cool. Die Waffenstärke erhöhen. Das ist mir jetzt auch mal die 2000er wert. Foolish request. Hallo? King of Naggaroth. Slaughter them. Sind nicht so viele. Fight for me. Müsste irgendwie gehen. Wir haben noch 87 Mann Verstärkung, die sind gerade eben dabei, sich aufzufrischen. Und wisst ihr noch, wir haben das letzte Mal direkt an dem der Gegner was erobert hatte, sofort in der nächsten Runde, und die waren schon halb voll. Boah. Also mit Fair hat das nicht mehr viel zu tun. Das ist einfach nur wirklich schwerer. Einfach nur stumpf schwerer gemacht. Ohne Balancing, sage ich jetzt mal. Steam kann die da oben auf jeden Fall treffen. Warum bin ich schon wieder in so einem Scheißtal drin? Diese Täler sind doch echt einfach nur Mist. Merciless Warriors. We are ready. So, mit euch marschiere ich jetzt einfach vor, bis ich schießen kann. Um zu verhindern, dass ich jetzt hier getroffen werde. Unterstützung kommt noch. Ich mache jetzt hier einfach mal früh die Nummer 2 und stelle dich da hinten hin. Naggarothi. Auf jeden Fall treffen wir da oben gut. Machen wir mal langsamer. Ach komm. Jetzt geh noch diesen Meter vor und mach diesen scheiß Zauber. Da oben randaliert jetzt der Zauber fröhlich rum. Unsere Geschosse randalieren rum. Sehr gut. Das war jetzt nicht so gut. Leider. Boah, bleib doch stehen, ey. Ihr sollt schießen. So, vorwärts. Ich habe nämlich eine Überraschung für die hier parat. Schießt auf die Fernkämpfer. Nahkampf läuft jetzt hier so richtig. Hallo? Bam! Ich warte jetzt da auch mal was davon. Und er schießt jetzt mal auf das da hinten. Endlich. So. Die rennen weg. Auf die nächste Einheit, bitte. So, die sterben auch jetzt. Dann gehen wir jetzt auf die da drüben. So, mehr Mana aufbauen bitte. Ich will da oben nochmal so ein lustigen Ding gleich reinholzen. Das kostet ein bisschen Energie. Mal alle wegräumen hier. Klar, das Ding geht natürlich sonst wohin. So, die haben ja gewonnen. Ich glaube, wir haben auch gleich die Schlacht komplett gewonnen.
Da fehlt nicht mehr so viel. Weg mit euch da hinten. Ja, die sind zerstört. Endlich. Also was hier abgeht und was ich hier mit solchen angeknabberten Armeen alles machen muss, ist schon wirklich lächerlich. Immerhin leveln die Dunkeldorn. Wow. Entscheidender Sieg, würde ich auch mal sagen. Victory is mine. Das Wichtigste ist, keine Einheiten dabei verloren. Oh, Verlustverstärkungsrate nehme ich jetzt sehr, sehr gerne. So, wo gehst du hin? Hoffentlich irgendwo hin, wo ich dich noch hauen kann. Ah, okay, von der Feind gestohlen, verzauberter Schild. Lord of the Black Tower. Wie stark sind die? Die sind noch sehr schwach. Wir könnten die einfach totschießen. Das wäre jetzt auch mein Wunsch. Was ist das hier? Zauberweit, bösartige Beschwörung, 18 Sekunden lang, 15 Rüstung weniger. Ach, dann haben wir es halt. Das hier geht erst ab wann eigentlich? Tyrann oder? Ab Rang 12. Okay. Ne, ich nehme aber das hier. 15 Rüstung weniger. Wir zaubern mit ihm ja dann doch sehr, sehr häufig. Wir werden heute viele Schlachten sehen. So, der Plan ist im Grunde eigentlich wieder derselbe. Wir ballern einfach auf alles drauf, was sich hier niederlassen will und nicht zu uns gehört. Ganz einfacher Plan. Ja. Noch ein Stückchen vor. Malekith schön in die Mitte. Naja, Cold-Blooded Killers without Army, wenn das so weitergeht. Das ist der traurige Witz. Wir haben ja bald keine Männer mehr, mit denen wir das Spielchen hier spielen können. So, schön stehen bleiben. Zack, erwischt, verlangsamt. Sollte ich aber auch bloß auch mal drauf schießen, ne? Wenn sie schon verlangsamt sind. Ihr schießt jetzt auf die da. Aktiviert jetzt noch ganz, ganz schnell das da. Okay, die sind so gut schon wie tot. Da kommt der nächste Trupp. Konzentriertes Feuer. Verlangsamt. Sehr gut. Hier schießt er wieder. Oh je. Kommt jetzt ernsthaft in den Nahkampf? Oder nicht? Die kommen in den Nahkampf. Da habe ich gleich was für euch. Da habe ich was für euch. So, viel Spaß damit. Oh, da ist ja auch noch irgendwie so eine Scheiße am Start hier. Jetzt ballert mal die hier weg, ey. Die gehen mir so auf den Piss. Sterbt. Blöde schwarze Reiter. Allein deswegen, weil ich keine habe. So, die rennen weg. Jetzt kann ich auf ihr schießen. Ist noch standhaft. Ist ja der Wahnsinn. Ja, aber mal gucken, wie lange noch. Jetzt nämlich nicht mehr so standhaft wie zuvor. Jetzt rennen sie nämlich schon weg.
So, die sind jetzt auch so gut wie tot. Die sind gebrochen. Und jetzt töten wir die hier noch. Und du bekommst jetzt eine Spezialaufgabe. Schieß den hier tot. So, schießen, schießen, schießen. Der Commander, wer auch immer das ist. Ah, ein Schreckensfürst. Mobar. Boah, es kommt da noch mehr. Man fasst es ja ehrlich gesagt fast gar nicht. Lebt noch, kämpft noch. Im Gegensatz zu denen hier. Die sind jetzt zerstört. Und der Verein jetzt auch endlich. Ich fände es cool, wenn man noch irgendwas treffen würde auf diesen Typen da. Da wird nicht mehr viel treffen. Schade. Boah. Ich gebe zu, es wird langsam anstrengend, die hier alle zu vermöbeln. Jetzt will ich mir aber doch mal wieder zurück in die Festung. Ein bisschen Angst um meine Leute. Victory is mine. So. Oder ich mach die hier noch weg. Ach ja, was kostet die Welt? So, dieses Mal werde ich sogar so machen, dass ich es hauptsächlich mit den Dunkeldornen mache. Das ist jetzt der Plan. Ich möchte nämlich einfach die Lebenspunkte meiner Leute schonen. Also der Nicht-Fernkämpfer wohlgemerkt. Deswegen werden die jetzt hier auch meine Nummer 1. Die hier werden meine Nummer 2, so als Notfall. Und er geht jetzt hier mit denen noch so ein bisschen mit. So. Sie kommen. Müssen deutlich näher kommen. Ab hier kann ich es dann machen. So richtig schön Magie aufladen, so schnell wie es geht. Zack. Ja, die können alle schießen. Perfekt. Das heißt, da wird keiner allzu lange ballern von denen. Wo ist Malekith? Malekith ist tot? Was? Ich habe gerade meinen Malekith verloren. Unfassbar. Ich habe gerade Malekith verloren. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Okay, dieses Gefecht wird doch deutlich hässlicher, als ich erst gehofft hatte. Rums. So, rennt wieder weg. Und schießt ihr endlich dir weg. Ich habe Malekith verloren und ich weiß nicht wie. Hat er einen Kontrollverlust gehabt oder sowas in der Art? War es das? So, immer noch nur gebrochen. Was Faszinierendes. Wie die alle wiederkommen, ne? Muss man schon sagen. So, Hauptsache, der Held bekommt nochmal Schaden, so ein bisschen. So, zerstört. Du machst auch nicht mehr lange, davon gehe ich aus. Endlich. Tötet es einfach. Es geht mir auf den Senkel. Bin mal gespannt, ob der jetzt noch rauskommt.
Na, die Wahrscheinlichkeit besteht zumindest. Habe ich echt jetzt Malekit verloren? Das muss ein Kontrollverlust gewesen sein oder sowas in der Art und Weise. Oder bekomme ich selber Schaden, wenn ich das mache? Habe ich darauf vielleicht nicht geachtet? Oh, das könnte ein Fail gewesen sein von mir. Es könnte sein, dass... Ja. Du nixe schießen. Kommt. Die Folge ist eh gleich vorbei. Wir töten jetzt hier den hier einfach noch voll. Ein Kommandanten für den anderen. Sage ich jetzt an der Stelle einfach mal ganz ketzerisch. Kommt gar nicht raus, ey. Wie krass. Dauert trotzdem gefühlt ein Jahrhundert, ihn zu töten, ne? Los, macht weiter, macht weiter, macht weiter, macht weiter. Und jetzt nur noch totschlagen. Wenn ich das jetzt noch vielleicht noch machen kann, dann ist es vielleicht vorbei mit ihm. Jawohl, das hat ihn gekillt. Wunderbar. Ja, Malekith ist tatsächlich tot. Scheiße. So ein Dreck, ey. Jetzt muss ich nochmal einen Kommandanten rekrutieren. Bow before Malekith. Enslaved. Klar, die leben noch. Uff, Loyalität. Oh, warte mal, 4 bis 9? Das ist besser als 1 bis 6. Aggressiv, Angriffsbonus und Ding. Entschlossen, Führerschaft. Immun gegen Psychologie. Ja, aber das ist mir lieber. Tja, und weil Malekith nicht mehr da ist, haben wir nicht mehr die geilen Boni, die wir zuvor hatten. Malevolent Lord. Oh Gott, das ist lästig. Sogar sehr. Dreadlord of Naggaroth. Wir redet, ne? Okay, sei es drum, liebe Leute. Das war's mit dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade. Never. Ja, wir laufen nachher. Bis dann.